Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six. Dabei ist der Dalu, der Kundran, der Sachse und Early. Hallo. Hallo. Hello. Girly Boy. Wieso hebe ich eigentlich meine Hand? Das mache ich auch immer. Ernsthaft? Wenn ich gut. Hallo, sag. Ja. Beste Demonstration. Wenn ich Hallo sage, dann winke ich immer. Auch wenn ich telefoniere. Ja, ich lache immer beim Telefonieren. Macht er das auch immer? Wenn jemand zum Beispiel Tschüss sagt und ihr wollt sehr freundlich sein und dabei noch grinsen. Wahrscheinlich machen das nur Frauen. Also. Der Sachse kann mir vorstellen, dass er so ein fröhlicher ist, wenn er telefoniert. Hat er erst am Montag wieder so ein Business-Telefonat gehabt. Ja, da habe ich leider den Namen der Frau verhauen. Ja, da wird halt aus Kindl kindlich. Oder Kittel. Kittel. Also wussten, wen ich meinte, von daher. Ich finde es immer sau unangenehm, nochmal nach dem Namen zu fragen, wenn man ihn nicht verstanden hat. Nö. Bevor ich was falsch sage, frage ich halt nochmal nach. Gerade wenn sie dann so die besten Telefonapparate haben, Alter, wo dann das Rauschen ankommt, wo du dir denkst, da wird gerade durch Bambus geleitet. Naja, oder wenn der mir getrommelt. Wenn die Leute dir gegenüberstehen und du dann nochmal nachfragen musst, wie. Ach, dann tust du halt so, als wenn du den Namen kennst. Vor allem, wenn du so beim dritten Mal immer noch nicht verstanden hast und dann einfach so, okay. Oder wenn es Leute gibt, die einfach deinen Namen falsch auf die Karte schreiben und vor ein paar tausend Leuten falsch aussprechen. Auf der Blizzard-Bühne war mein Name auch wieder falsch geschrieben. Falsch geschrieben und falsch ausgesprochen? Nee, falsch geschrieben. Diesmal also, das passiert anscheinend nur bei mir. Dalukrat. Nee, mein richtiger Name wird sehr oft falsch geschrieben. Daniel gibt viele Sachen, den falsch zu schreiben. Nicht ja, so gängig. Extrem komplizierter Name. Das ist ziemlich kompliziert. Daniel Düsentrieb kennen die meisten Zuschauer doch gar nicht. Ist doch alles viel zu. Alles viel zu alt, Leute. 10 seconds to go. Daniel. Insertion in 5 seconds. Hostage located. Okay. Boah, bin ich froh, wenn wir heute fertig sind. Ich hab zwar mega Bock zu zocken, aber es wird immer schlimmer. Oh, Tür ist auf. Du, ich hätte die auch aufmachen können, aber ich wäre nicht gewagt. Das war auch eine coole Zeit. Oh, DuckTales. Die drei, Bibi Blocksberg, Darkwing DuckTales. Duck. Bibi Blocksberg. Oh, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen auch, das habe ich auch angehört. Das war noch deine Generation. Hallo? Oh, hier, Nancy, du kennst doch die Thundercats, oder? Leute, Kamera. Was ist das? Wow. Oh, Nancy, ey. Och, Mann. Die Thundercats kennen die wenigsten aus meiner Generation. Das ist eigentlich eher deine. Okay. Aber aus der Richtung ist das eine Mädchenband, oder? Nein, das ist eine Serie. Ach so, nee. Bin ich wirklich nicht. Markiere was? Aber irgendwie Nitro da hinten. Mann, ich kann ihn nicht markieren, da steht genauso noch so eine scheiß Stange. Aber du, meine Generation aus dem Westen muss aufhören, ne? Halt berechnen. Einer ist down, ich kann ihn aber nicht töten. Kann ihn einer abstauben? Da liegt der Early. Jetzt muss er aufpassen. Ja, ich hab über mich drüber geschossen. Scheiße! Daxen ist immer noch da drinnen, direkt über dem Fenster. Also als ob, ey, dieses Dreckschild! Alleine? Danke. War ist denn in diesem Serverraum drin? Ah, okay, ja, das nehme ich hin. Hat mich auch nicht aus dem Serverraum. Early, warum hast du denn eigentlich erschossen, der da am Boden lag? Ich habe ihn nicht gesehen. Der lag genau vor dir. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht gecheckt, was du meinst. Damals war noch voll geil, finde ich, Fernseh gucken. Wenn du abends so dich vom Fernseher gesetzt hast, kamen einfach nur lustige Kinderserien. Heute kommt nur Scheiße im Fernsehen. Ja, aber mein Fernseher war doch auch lustig. Also mein Fernseher ist seit über 3 Monaten aus. Alleine der Stil, wie die ganzen Sachen gemacht sind, ich finde das einfach nicht schön. Hier bei Bob der Baumeister hat man es gesehen. Der neue Bob der Baumeister sieht mega behindert aus. Animiert, ne? Ja.
Oder Biene Maya zum Beispiel ist auch animiert jetzt, gefällt mir ehrlich gesagt auch. Vicky! Ich habe heute kurz beim Durchschalten habe ich Vicky gesehen. Das ist auch so ekelhaft animiert. Das war früher richtig schön, das war richtig schön mit Liebe gemacht. Alter. Das war, heute finde ich einfach nicht mehr schön. Aber ich gucke immer noch Fernsehen, also wir gucken jeden Abend sogar noch Fernsehen, wenn ich fertig bin. Wir gucken immer D-Max. Außer montags. Ja, montags ist nämlich Motormontag, das interessiert keinen Arsch. Aber auf D-Max kommen echt geile Serien. Mittwochabend, 0.20 Uhr, Leute. Zwei Asse machen Kasse. Kannst eine Drohne lebt noch. Beste Sendung, die wir haben. Alles ist wahrscheinlich auch der Einzige, der das guckt. Nein. Wir haben so schöne Sachen. Und davor kommt der Spielzeugmann. Nee, ja, gut. Nee. Und Shark Tank. Da kommen voll die guten Serien. Warte! Netflix vor. Hau doch raus, du. Nein! Och, du bist so ein Kloppi, Alter. Ich hätte dir einen Tisch wegschlagen sollen. Jetzt und Navy CIS gucke ich immer. Aber ich weiß nicht, wann das kommt. Nur beim Navy CIS gucke ich eigentlich immer. Also ein Navy CIS kannst du auf eine Maxdom angucken, zum Beispiel. Ja, aber ich will nicht von vorne anfangen. Ich will jetzt mal gucken, wenn es gerade kommt, so weißt du. Ja, aber doch nicht mit Werbung. Doch, da hole ich mir was zu essen. Das schmerzt. Ah, nee. Ich mag sorry, Werbung. Aber. Ohne Scheiß, ich verstehe nicht, warum Leute immer so gegen Werbung haten. Ja, es kommt okay, manchmal ist es okay, aber manchmal ist es nervig. Aber ich finde es einfach mega praktisch, weil du verpasst einfach nichts. Du kannst kurz aufs Klo gehen, du kannst dir was Neues zu essen holen. Guck dir mal eine Folge Two and a Half Men an zum Beispiel, ne? So eine Folge in 20 Minuten. Und währenddessen kommt zweimal Werbung. Ja, das finde ich sogar noch in Ordnung. Ich hasse Werbung bei so Sachen wie Schlag den Raab, weil da ist 5 Minuten Sendung, 20 Minuten Werbung. Rechts rum. Ich kann einfach eine Folge mehr angucken in der Zeit. Ja, aber nur, wenn du nicht AFK musst. Akku an einer an der Tür und einer am Fenster. Da sind drei Leute rechts davon. Da. Das Hallo. Ist Blackbird. Hallo, ich markiere den nochmal, der steht immer noch da. Er steht immer noch da. Er steht immer noch da. Jetzt der zweite vor. Danke. Den klaut er mir. Ja, der Early. Und jetzt kommt hier noch einer und schießt auf mich. Jetzt hat er mich noch angeschossen, Dankeschön. Der Early. Das war nicht ich. Das war Sachse. Ich rette euch da den Hintern mit meinen krassen Moves. Ups, du bist zu weit vorne gelandet. Nicht, dass du es einfach zündest. Ach, na hallo, wenn dann will ich dich mit Absicht vergiften. Toll. Jetzt geh auf hol zur Tür und stell dich in die Smoke. Kaputt. Fuck! Ich hab schon kaputt gemacht. Ach Mann, du wirst mir auch jeglichen Spaß. So, Fash, mach's kaputt. So, wo ist denn jetzt der Letzte? Bin ich versteckt, Kunran? Sieht man mich? Nee, nicht wirklich. Eigentlich ganz gut, oder? Also ich sag mal, hab ihn hier, hab ihn hier, hier! Komm nicht mehr raus, Kunran, zieh mich mal. Ach, jetzt. Was ist das eigentlich hier? Modern ist das 2? GG, guck dir den Kill an! Ich habe in dem Moment nichts mehr gesehen. Ich habe einfach nur raufgesprayt. Dachte, jupp, das war's, du bist tot. So Leute, wir müssen aber jetzt noch was reißen. Machen wir, locker easy. Mag ihn. Geisel, zack. Ja, wo die rauskamen, habe ich den schon mal gespielt. Ach, wir haben eine Geisel? Ich finde die hart an der Grenze. Ich habe heute schon mehrere gute Witze gebracht, ohne dass niemand gelacht hat. Ich weiß nicht, entweder kommt das nicht. Die waren einfach nicht lustig. Doch, ich habe also heute habe ich einen richtig guten Witz gebracht. Also, wenn jemand selber erzählt, sagt, dass er es gut gibt einen türkischen Let's Player, der Döner faked und wirklich Döner heißt, dann habe ich gesagt, Döner geht aber wenigstens vorwärts, während der Döner sich nur im Kreis dreht. Ja. Ja, fuck, Alter, so witzig. Alter, es hat niemand gelacht. Eigentlich fand ich den echt gut. Ich dachte, wo hast du den denn gebracht? Falsche Gesellschaft. Wem gegenüber hast du den dann gebracht? Revi und Co. Okay. Ich fand den eigentlich witzig. Vor allem Revi. Dann, ich glaube, Revi ist einfach nur ein bisschen. Der hat ihn nicht verstanden. Sicher, dass man über diese Scheißdinger rüberspringen kann?
Ja. Ja. Okay, ich stecke auch fest. Warum macht das keiner von euch? Ich versuche immer durchzufahren. Ja, ich das sag funktioniert. Ja, aber es muss ja nur einmal klappen. Die Drohnen am Anfang sind mir eigentlich mal scheißegal, muss ich sagen. Ja doch, um rauszufinden, wo die Bombe ist. Ja, findest du auch so raus. Alleine wenn du an dieses Gebäude ranrennst und irgendeine Wand verstärkt ist, findest du das raus. Und Sesam, öffne dich. Soll ich dir helfen? Ich mag da nicht reingehen. Girly Boy ist drin. Okay, dann gehe ich auch. Hier sitzt direkt einer. Shit, ich kann nicht mehr scannen. Doch, jetzt. Ja, Granate durch, würde ich sagen. Hier ist er immer noch. Hier, Lenzi, kleiner Abstand! Das war der. Pack da hinten durch. Beide. Hilfe, beide ich liege, Leute. Hallo? Nancy, irgendwer? Hallo? Oh, das warte. Einer early aufheben, wenn er rausgekrochen ist. Nancy, geh nochmal ins Badezimmer zurück, bitte. Warum? Soll ich mich early, nein, um early aufzuheben. Hab ich doch schon. Der lag aber im Badezimmer. Was weiß ich denn, wo das Badezimmer ist? Ich bin da, wo early ist. Wie machen wir das? Der wird immerhin noch hinten links im Raum sein. Ja, warte, ich hab sofort. Hab ihn. Der Geisel hier noch einer. Nice. Well done. Hostage extracted. Lieber solche Leute, die sich dann nicht im Raum befinden, ne? Wo war der Typ? Keine Ahnung. Ist egal, haben wir gemacht. Schöne Runde! Wer hat eingeleitet? Achso. Ist noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht fertig. Ach, Menno. Wir sind noch nicht Zuschauer. Ihr müsst bedenken, Early hat ein Funk-Headset. Jetzt könnt ihr euch denken, wo er ist. Achtung, Achtung. Wir sind noch nicht fertig. Es rappelt in der Schüssel. Kunran, wir waren ja Bowling spielen, ne? Oder sagst du? Ja, kann es sein, dass in den ganzen 3 Stunden eigentlich nur ein Song lief, weil ich erinnere mich nur an einen Song und hab einen Ohrwurm von diesem Scheiß, es rappelt im Karton. Ja, so. Ich glaube, der lief 3 Stunden lang. Es lief Pokémon zwischendurch, das weiß ich auch noch. Das war kurz vorm Ende. Ich glaube, vorher lief 2,5 Stunden, es rappelt im Karton. Toll, danke. Jetzt muss ich noch einen anderen Song hören. Ich kann mich nur an dieses Lied erinnern. Das lief wohl größtenteils. Wollte ganz ehrlich sagen, hat das beim Bullen auch nicht so wirklich erwartet. Aber. Ich hab einen Schlager. Ich hab auf Schlager gehofft. So wie du beim im Restaurant gewünscht hast. Ich kenn das allgemein nicht. Du warst ja schon weg, Nancy. Als der Sachse richtig Hacke war, hat er sich Schlager gewünscht als Musikwunsch. Was kam da? Ja, er hat Schlager angemacht, aber war leider zu leise. Aber bei Minigolf habe ich keinen einzigen Song verstanden. Irgendwie. Kann das sein? Minigolf? Es war die ganze Zeit. Ehrlich sagen, kam da nicht nur Techno-Gedudel? Ja, ja, eben. Aber Minigolf war irgendwie dämlich gemacht, meiner Meinung nach. Ach, mir hat Spaß gemacht. Ja, Spaß hat's gemacht, aber zu viele Leute da drin. Es war, ja, das stimmt. Ich hatte kaum Platz, wenn ich mir auf den Boden sitzen wollte. Also soll ich jetzt hier bei der Geisel bleiben oder was ist da los? Hi. Hi. Du und ich, Kuntran? Alleine? Okay. Sachse, geh raus. Geh weg, hau ab, Sachsen. Bisschen Privatsphäre hier bitte. Waren die, die nicht ins Pascha wollten? Was wollte ich im Pascha?
War ein Plan. Ja, hallo? Ja, kannst du auch nur gucken? Was will ich gucken? Gibt's da nackte Männer? Ja. Okay. Nax ist dort auch als Model eingetragen. Ah ja. Macht einen neuesten Umsatz dort. Kann ich mir nicht vorstellen. Also einfach. Aber ich weiß, du bist Stammkunde aufschweißt. Dom. Da ist ein Blackbeard. Das ist nett. Toll, ne? Nancy, Rammel, ihr habt Karton, das gemacht. Keine gute Idee. Kann man das schon drüber werfen? Ah, ne. Jetzt krieg ich's nicht wieder ab. Sehr gut. Oh. Ich hab keine Ahnung von wo Blackbeard, wir jetzt immer noch da vorne. Ja, kam ein Schuss, oder? Ab noch 32. Ja, irgendwie durch die Wand. Hier wird aufgeschweißt. Kann man die Wände... Okay, die Wand ist verpackt. Hier ist irgendjemand vor der Tür, ich hab Angst. Die Wand ist hier verpackt, die ist offen. Fuck! Gute Idee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ist das ja, bald kleines großes Problem, überall sind jetzt einer... Ah, oh, ja, fuck you. Blackbeard ist down. Danke. Ohne Vorsicht. Hier, da sind zwei Leute drin. Was kommt zu mir gelaufen? Ich kann mich nicht so gucken. Oh, fuck it! Da hinten kommt was. Kann die Olle mal ihren Kopf untertun? Top, wie sie dieses Spiel gefixt hat. Nee, leider nix. Ob ich hier, ich hab Angst, die Smoke zu zünden, weil die noch zu nah dran ist. Und dran? Mach mal einen Schuss. Das kann nicht sein, er hat zwei Pistolenschüsse abbekommen, plus das MG jetzt. Die Runde weg, aber... Vorsicht! Oh shit. Der ist noch rein hinter dir. Okay, die hast du. Ah! Nee, die zünd ich nicht. Leg dich hinter die Geisel, all in. Die Geisel ist schon gut angeschossen, deswegen. Okay. Legen. Ja, und rechts kommt er, rechts kommt er. Und jetzt links am Fenster. Den hab ich schon gehört, glaube ich. Rechts nochmal. Bitchdrohnen. Links am Fenster. Schade. All friendlies were eliminated. Du hast die Geisel nämlich auch schon ein, zwei Mal angeschossen. Ich? Ja, als du Ash töten wolltest, die hat dir einfach die Geisel aufgehoben. Da hast du auch schon ein, zwei Mal draufgeschossen. Deswegen hätten die Geisel vielleicht noch einmal getroffen, wäre sie vielleicht gestorben. Wäre auch schön gewesen. Ja. Voll die falsche Herangehensweise eigentlich. Wir gewinnen die Runde, indem die Geisel stirbt, die wir die ganze Zeit schützen wollen. Wir haben die Geisel noch gefangen genommen. Ja, aber wenn sie stirbt, haben wir gewonnen. Warum knallen wir sie nicht einfach ab? Ja, weil dann haben wir kein Erpressungsmittel mehr. Aber ja, aber wir haben ja trotzdem gewonnen. Ja, weil so, die Polizei ihr Ziel ja auch verfehlt hat. Ja, aber dann haben wir doch nicht mehr gewonnen als die. Dann haben doch eher beide verloren. Ja, rein von der Logik. Das stimmt. Ist beide haben verloren dann eigentlich. Das heißt, ich die haben die Geisel gekillt, die sie halt retten wollten. Und wir haben halt kein Druckmittel mehr. Aber dann haben wir doch nicht gewonnen, wenn sie stirbt. Ruf der Ronny, er killt sie. Da hat's das, ich bin an meiner Decke. Der hört mich nicht. Wir sind genau da, wo wir waren. Genau oder einen Meter weiter rechts? Nee, genau in diesen Kackraum. Hundertprozentig? Hundertprozentig. Inklusive Stoßender. Ich hab nicht reingefahren. Wo denn sie reingefahren ist? Doof. Ja. Einfach durchs Fenster springen. 10 seconds to go. Haben wir alle? Ne, bis auf jeden. Bis. 5 seconds to insertion. Na, dann wollen wir mal. Mist, ich kann auch nicht sehen, wo meine Drohne ist, oder? Ne. Aber ich kann mich durch meine Drohne durch die Wand sehen, oder? Yep. Ja.
Tür haben die nicht, weiß das einer? Aber ich hätte so Fixe nicht gesehen. Na, ich bin noch oben unterwegs. Da ist die Kamera. Ja, die haben die Luke oben noch zugemacht. Ich hätte jetzt oben gern ein Dingens, ein Thermite. Fuck, von hinten. Serverraum. Ich hab keinen. Hallo, warum kann ich hier nicht hoch? Nancy, ich glaube, die haben dann einfach nur zugemacht. Wir könnten darüber reingehen. Early, nimm mal meine Drohne hier gleich. Hasse und sag, wenn deiner reinkommt. Okay. Soll ich aufmachen, Dom? Ja, wir haben zwei Dropper hier. Soll ich beide aufmachen? Ne, der andere ist. Ah. Early, du hast noch unsere wichtige Kamera. Yep. Gottes Willen. Das Serverraum ist immer noch drin, ne? Unten drin ist auf jeden Fall ein Smoke. Okay, in diesen. Ehrlich, ich vertraue dir da, ne? Nicht, dass ich von hinten komme. Ich bin drin, ich sag Bescheid. Versteht zwar nicht, warum du nicht direkt auf den Gang gefahren bist, aber. Oh, ich treffe ihn nicht, warum? Gibt es nicht. Kund dran kommen. Ja, er stirbt halt nicht. Ja, mir ging es gerade genauso. Ja, selbe Typ. Es gibt es nicht. Ich sehe sein Bein, ich schieße die ganze Zeit rein und irgendwie fein ist draußen. Und da kann ich zu Dalo runterdrücken. Und halt. Kommt einer, Dalo? Ist ein Pult. Wo oben? Ja, er ist im Raum drin. Der geht jetzt. Jetzt geht er zur Kunde ran, jetzt geht er zum Loch, er geht zum Loch, er ist am Loch jetzt. Down to one friendly. Kunde ran. Sam Fischer, Leute! Du machst das schon. Nein. Hören. Ja! Da holt er sich einfach die Geisel da raus. Oh, das war sick. Boah. 4-1, einfach die Geisel gezogen. Nein, ich war noch am Leben am Anfang. Ja, du hast dich noch geopfert. Wer war dran? Nancy. Ich war dran, nachdem Sam Fischer das gemacht hat. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der nächsten Folge und lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ne? Tschüss. Tschüss.